WoW bräuchte echt so einen Mount wie diesen Wal in Final Fantasy, wo man so 5, 6 Leute oder so mitnehmen kann. Ja, Das stimmt. wäre richtig geil. Der Space Wall. Ja, das wäre richtig, richtig gut. Also es gibt einen Mount, da können 5 Leute mit. Das ist so ein fliegendes Gehirn. Ui. Aber da können auch nur die 5 Leute mit denen man das quasi freigespielt hat. Also nicht Ja, jeder. gut. Raus damit. Okra. Oktar, Oga. Blechwalzen mit oder ohne Plüsch? Immer Plüsch, oder? Immer Plüsch. Ja, eigentlich auch, ne? Je flauschiger, desto besser. Richtig. Okay. Ist schon so eine harte, kalte Welt da draußen. Da muss das nicht noch mehr sein. Ich habe mein Overlay ausgeblendet. Wie mache ich das wieder an? Alt Y. Bin sofort da. I don't know how that Mir fehlt ein happens. Ohr. Jetzt. Alt Y. Ist gerade irgendwie passiert und jetzt ist wieder Ja, gut. Ist für Screenshots auf jeden Fall schön, ja. Ich weiß nicht warum, aber seitdem ich die FF spiele, nehme ich das immer persönlich, wenn der Tank sich anfängt zu heilen. Dann nehme ich das als Heiler immer persönlich. Ja, ist halt die Mechanik von manchen Tanks, ne? Ja. Also hier nehme ich den halt auch nur als Safety so. Ja, ich kenne es ja so ein bisschen von Warrior als Tank, ja auch so ein bisschen, was FF angeht. Die heilen sich ja auch mit der Zeit selber. Ja, beim Ich bin. Paladin ist halt richtig schlimm, der kann halt wirklich Tank und Heiler-Job später beides übernehmen. Ja, ich weiß. Ich sag mal so, ich habe die alten Bardor-Videos gesehen von damals noch. Falls sie dir was sagen. Ja, sicher. Sehr schön. Die Barlos-Dinger sind Pflicht Legendär. eigentlich. Ja. Ich dir keine Ahnung hat. Das sind uralte WoW-Videos, wo er sich so ein bisschen über die Klassen lustig macht. Okay. Ist eigentlich ganz geil, besonders der vom Paladin ist halt einfach nur awesome. Okay, wenn die das Ja gut, aber sagt. mittlerweile sind die Klassen ja auch ein bisschen anders. Ja. Also ich viel getan seit damals. Sehr schön. Das Blut habe ich schon mal. Ja, ich auch, meine ich, ja. Ach ja, hier kann ich mich auch erinnern, als er alleine drin war. Ich habe Saphir allein gemacht. Aber das Pfötchen war forever alone. Ja. Aber so ein bisschen Erkundungsdrang ist doch gut. Ich hätte ja Dufte fragen können. Zu der Zeit hatte er ja auch ein Abo, aber ich hatte Angst vor anderen Mitspielern. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gefragt wurde. Und? Willst du den Inni machen? Also, ne? Willst du rein? Ja, wollen, aber ja. Ja, wollen so eine Sache. Da ist sowas, das nennt sich noch andere Mitspieler. Ich kann meine Klassen nicht spielen, die ich spiele. Erbärmliches Kleingewürfel. Lasst mich frei und ich werde euch einen schnellen Tod gewähren. Der ist das heute einfacher. Ja, ne, auch beste Gelegenheit. Und vor allem, wir haben sogar noch einen Platz frei, falls dann noch jemand spontan aus dem Chat mitspielen will. Ja, stimmt. Einer geht noch.
Einer geht noch rein. Einer geht noch. Irgendwer hat mich betört. Ja, das war die Succubus vom Hexenmeister. Wenn der Paladin von echt krassen Brustschaden spricht, meinte er, dass er Eichhörnchen two-shot ist. Ja. Oh Gott, ja, schön. Ja, das geht auch noch. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Da liegen so weiße Minen auf dem Boden. Mhm. Links von Aldaria zum Beispiel. Da nicht reintreten, die machen sehr viel Aua. Ich bin ausgewichen. Es sei denn, du gehst da 50 hier rein. Ich erwähne, dass ich froh bin, dass ich hinten stehe. Ja. Ja, ich dachte, ich erwähne das nochmal. Ja, ist immer gut. Muss sich ja auch mal dessen bewusst werden, dass man es eigentlich ziemlich gut hat. Ja. Oha, werde ich in die Mine getreten? Nee, das macht der Boss so ein Knock-up. Hilfe. Aua, 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 aua. Lass mich hier weg. Bleib mir fern. Oh, ein paar Handschuhe. Das natürlich trifft sich gut. Für mich war gar nichts drin. Das Grün sieht aber nicht gesund aus. Ich würde sagen, das ist es auch nicht. Wollen wir es testen? Weil ich freue mich schon, wenn ich einen Gruppenheilung-Effekt bekomme. Dann muss ich auch nicht mehr alle einzeln antippen. Ja, aber dann kommen aber auch die Effekte, wo du das brauchst wahrscheinlich, ne? Weil die Gruppe anfängt wirklich wegzubrennen, so. Burn, burn, burn. Ring of fire. In the ring of fire. And it burns, burns, burns. Genau das. Ja, hat meine Heilung da gerade gedauert. Du hast wahrscheinlich Fluch der Sprachen bekommen. Also oben rechts an der Karte hast du so den Debuffs. Und die roten unten, da wird wahrscheinlich Fluch der Sprachen dabei gewesen sein. Warum kriegt Salami schon wieder auf die Nüsse? Dämonenjäger mit dem Grün, kein Problem. Ja, gut. Bin ich leider nicht. Bin eine kleine Blutelfe. Wenn ich Elfe höre, muss ich sofort auch an ein Lied von Jan Hedelbert denken. Echt? Meine fette Elfe. Genau das Lied. Macht mich an. Okay. Ich liebe jeden einzelnen Zentner, in dem ich mich kuscheln kann. Ah, ich liebe das Lied, das ist toll. Ich habe auch die ganze Zeit, seitdem wir spielen, ganz leise im Hintergrund die Horde rennt laufen. Dauerhaft. Dauerschleife. Mhm. Ja. Ja. Heute Abend heißt es dann aber eher, die Horde pennt, ey. Ja, heute Abend definitiv. Ich schätze mal so ab, ja, ein
bis 2 Uhr geht's bei mir los. Die letzten Stunden werden die schlimmsten. Deswegen habe ich halt gesagt für mich, okay, ich fange früh an. Weil ich habe kein Problem damit, morgens schon zu streamen, statt dass ich dann irgendwann vormittags anfange und dann aber auch bis vormittags durchhalten muss. Das ist für mich deutlich schlimmer. Vor allem, wenn ich morgen noch mit dem Hund gehen muss, weil Frischus auf Reisen ist mal wieder. Ich glaube, das würde ich sonst nicht schaffen. Ich glaube, ich würde einpennen beim Gassi gehen. So dezent. Ja, aber die frische Luft, glaub, die macht einen dann wieder wach. Die Bewegung. Ja, für die ersten paar Sekunden dann. Ich bin nach dieser Inni, aber weg, muss noch was machen. Alles gut. Alles gut. Hey, aber dann hat sie wenigstens ein bisschen Inni-Action. Mit euch laufe ich immer wieder gerne, Inis. Ja, ist ja auch eine ganz andere Geschichte, ne? Ja. Ich kenne dich ja wenigstens. Ja, aber man muss sich auch nicht immer jedes Mal so abhetzen. So. Genauso wie damals mit dem Heiler. Mit uns läuft sie gerne Heiler. Mhm. Oder mit mir, wenn ich dich heile will, dann spielst du auch gerne Tank, weil du dann in ein paar Indies brauchst und Max-Level zu sein. Ja, genau. Ich sag mal so, wenn ich einen Tank bzw. einen Heiler des Vertrauens habe, dann ist alles gut. Jetzt muss ich auch noch drauf achten, dass ich, ob ihr die Buffs bekommt, das wird lustig. Oh Gott, Salami. Entgiften darfst du gerne und nicht in die grünen Pfützen tappen. In die grünen Pfützen? Okay. Heute ist Gegenteiltag. Wir machen eine Challenge draus. Ich muss mir Add-ons draufpacken, damit ich das besser sehe, ey, ob ihr den Debuffs habt oder nicht. Ja, also für einen Heiler so Debuffs auf jeden Fall. Für einen Heiler sind, können Add-ons echt lebensrettend sein. Nur A, habe ich keine Ahnung mehr, wie man sie draufpackt, und B, weiß ich nicht mehr, wo man sie herkriegt. Curse Client. Heißt jetzt Curse Forge. Muss ich mir mal schlau machen, werden wir vielleicht eine Pause machen irgendwann. Ja. So, dann müsst ihr damit auskommen, dass ihr schädliche Effekte bekommt. weil ich sie nicht sehen werde. Ja, wir haben 2 Paladine, also Entgiften und Kram, das sollte noch hingehen. Bei Magieeffekten wird es schwierig, weil das kann nur der Heiler. Mit Random Brainham ist klar, dass gerne eine Idee ist, aber mit Random ist meistens unterhaltsam, aber für mich. Ja. Ich sag mal so, ich hab halt keinen Bock auf diese ganzen toxischen Leute in WoW. Das ist so ganz, ganz schlimm. Ja, ist so ein ganz spezielles Klientel unterwegs, das stimmt. Also, das Schlimmste war jetzt neulich in Final Fantasy. Da hatten wir jetzt auch eine richtig toxische Gruppe. Ja, die waren richtig schlimm. So, und alle halt komplett auf Kitty. So, es war der zweite Versuch und Kitty wollte halt den Boss einfach nur in die Mitte ziehen. Und wir wussten aber beide auch nicht mehr, dass der diese eine Attacke da hatte. Was da? Und erstmal die komplette Gruppe gegrillt. Und dann waren, ich glaube, alle einfach nur so scharf, Kitty da fertig zu machen. Ja. Etwas salzig. Wollten dann, dass ich meine Tankstance aufgebe, dass ich nicht mehr Main-Tank, obwohl ich es halt immer gerne mache und auch machen möchte, damit ich das lerne. Und ja, dann haben sie mich auch sterben lassen und haben mich nicht geheilt. Das ist ja schon richtig Cybermobbing, ey. Und vor allem halt damit, dass sie geschrieben haben, Vari macht Tankstance aus, Vari macht dies. Und ich habe halt dann irgendwann geschrieben, Leute, ich habe einen Namen. Und dann haben sie angefangen, ey, uns interessiert dein Name nicht. Ja, und dann auch mit Schnauze und was weiß ich. Und einer fiel sich für ganz lustig, da dann nur, bitte schmeißt mich aus der Gruppe, schmeißt mich einfach aus der Gruppe, bitte lasst mich gehen. Es war der dritte Versuch, bei dem es dann geklappt hatte. Und ich dachte mir nur so, ey, weißt du, es ist halt einfach nur so ein Pipi-Boss. Und die machen da so ein Terz.
Hey, hey. Vor allem, ich hatte zwischendurch auch einen Fehler gemacht und habe aus Versehen den Heiler gegrillt. Weil keiner mit mir stacken wollte bei der einen Attacke. Das habe ich halt den Heiler gegrillt. Und das Witzige ist, ich habe die WS gekriegt am Ende. Und ich dachte auch noch so, what? Bei dem hier müsst ihr wegrennen, wenn er seine Feuernova zaubert. Macht nämlich viel Aua. Also zumindest war es früher mal so. Näher, kommt näher und verbrannt! Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Hier im Bossraum ist immer ganz schön nach unten zu gucken durchs Gitter. Da sieht man, was einen erwartet, wie Illy dann das immer mal so schön sagt. Oh, nett. Sieht sehr sympathisch aus, der Boy. Man kann sich unterhalten. Ah. Schön. Wirklich schön. Ey, renn doch nicht alle von mir weg. Ui. Ich bin klein, süß und langsam. Klein, süß und langsam. Ui. Okay. Ich verstehe. Lokta. Schmucklinge, niemals stumpf sein. Seid sicher. Weiß nicht, ob ich sicher bin. Mensch, die meine Ausrüstung aber nicht zueinander passt. Ja, kannst du ja gleich nochmal ändern. Ich glaube, da gibt es doch nicht viel, was ich grundsätzlich ändern kann. Also ich finde, mein Hut passt ganz gut zu meiner Kleidung. Ja, zu dem Kleinen passt das. Okay. Wie lange glaubt ihr mich? So, jetzt kann ich nochmal von meinem... Wenn Fitchen draußen ist, kannst du sich angucken. Dass das eigentlich ganz gut passt. Und sie rennt einfach vorbei. Also? Ja, da gibt's Optik. Du weißt nicht, was du von meinem Ort hältst, okay? Ich sehe dich von hinten. Jetzt sehe ich dich. Du musst dich nur einmal umdrehen. Oh ja. Ja, das sieht gut aus. Gott, sehe ich kacke aus. Ja, endlich mal ein bisschen Gold hier. Gold? Ja. Das wird jetzt gut Knete geben. Genau das. Ich die sich gerade versucht, komplett gelb anzuziehen. Was nicht ganz gelingt. Ja, da war alles kacke aus. Ja, so langsam nimmt es ja Form an. Ja. Aber die Hörner sind cool. Die Hörner sind echt cool. So, jetzt wieder Missionen machen und danach geht es erst wieder weiter, ne? Ja, also rein spieltechnisch, so wie es früher war, waren das die zwei Indies hier in dem Gebiet.
Und quasi die nächsten Innis gibt es dann erst in Zangamarschen wieder. Ja. So wäre es früher zumindest gewesen. Ach, das. Ja, gut, ich würde aber gerne bitte wieder auf meinen Bogen, ja. Junge, das war eine ganze Schiffskanone. Ja. Das war echt so. Wo habe ich das denn her? Ich habe leider keine Sets. Oh, ne, Armbrüste mag ich nicht. Bogen. Komm, ein Standardbogen. Und nun lebt wohl! Ja, die Sets, das sammelt sich so mit der Zeit an. Ach ja. Schön. Jo. Hm? Hätte ich jetzt eine große Armbrust auf dem Rücken, würde ich aussehen wie so ein Vampirjäger, ey. Kitty, der Vampirjäger. Jetzt auch in ihrem Kino. Ich hab die Händler eben abgeworfen, jetzt müsstest du eigentlich hier einsteigen können. Ja. Ich hab da gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Das nur so, okay. Guck erstmal nochmal ein bisschen. Ja, hier passen sogar zwei rein. In Sonnenbrunnen gibt es einen Hedgebogen, okay. Das Sonnenbrunnenplateau, ja. Das war wo nochmal? Das ist in Quelltalas, ganz im Norden vom den östlichen Königreich. Naja, okay. In dem Startgebiet oder nochmal was ganz anderes? Ja, das Startgebiet ist so gesehen da in der Nähe. Okay. Also örtlich gesehen. Und von dem Startgebiet der Blutelfen quasi im Norden. Das ist dann nochmal eine Insel. Ja. Okay. So, müssen wir jetzt hin. Schauen. Also ich konnte dem Apotheker eine Mission bringen. Ja, wir sollten auf jeden Fall ein paar Quests abgeben können. Wie viel Level haben wir denn jetzt schon? 17, 18, ja. 18, bei mir zumindest. Ich bin auch Level 18. Ah, gleich können wir schneller reiten. Endlich. Viel wichtiger wird das Fliegen. Ja, das auf jeden Fall. Aber das schaffen wir heute, definitiv. Ja, das schaffen wir sicher noch. Also Level 30, 40, denke ich, ist locker drin. Vielleicht lerne ich in der gesamten Zeit auch mal essen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Jetzt dumme ich hier gerade komplett ein. Aber zum Glück nur die Hose und die Tastatur. Ja, wenn es so das ist. Jo. Kann es aber nicht vom Stadtgebiet aus hin. Roboter von der Scherm wird Hauptstadt nehmen. Ja, okay. Ja. Hat ja alles Zeit. Wir sind ja noch ein paar Stunden hier. Das schön, dass ich helfen konnte. Also faktisch gesehen ist das faktisch. Man kann auch vom Startgebiet aus damit einen Flugmeister hinfliegen. Ja. Camembert. 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 Mon Dieu! Mon-Mon-Mon-Bert! Camembert! Nicht mehr, ey. So kann ich den Schar gar nicht ernst nehmen. Camembert! Ja. Das nächste Mal nenne ich mich einfach Pizza Hawaii. Oh, da machst du aber fein damit.
Das mag sein. Es gibt auch nur die Fraktion. Ja, da ziehst du Freund automatisch Aggro. Oder Feind. Ich wäre selbst mein bester Freund. Was habe ich denn hier eigentlich bekommen? Ah. Wir müssen hier Schweine töten. Ja, ich sortiere hier gerade schon wieder meine Fähigkeiten. Achso, ja. Ja, weil ich da schon wieder irgendwas... Achso, mein Begleiter ist tot. Oh. Warte mal. Ich muss da mal was wiederbeleben. Sie ist gestorben, hast gar nicht bemerkt. Ja, tatsächlich. WB Luna. Ja, das hat dann in ihm ein bisschen abgespottet und dann hat es aufs Maul gekriegt. Kannst du schon. Gehen wir auf den Abenteuerführer, dann Schlacht zu Burning Crusade. Dann? Achso, dann kannst du dir den Bogen angucken. Schlachtzüge. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ah, da ist das Sonnenbrunnenplateau. Wenn das das ist, ne? Ja, genau, das ist das. Okay. Kill jeden. Oder wie auch immer man die ausspricht. Aber bei denen gibt's auch den Bogen. Gute Sonnenpartikel, Stiefel. Aber das gelbe Ding ist das. Toridalfuro der Sterne. Distanz. Okay. Wenn du Steuerung draufklickst, also mit der Steuerungstaste, dann kriegst du eine Vorschau. Oi. Oh. Okay. Ja, geil. Ja, doch, ja, ja. Würde mir gefallen. Es sieht nicht schlecht aus. Es ist auf jeden Fall auch schon ein deutlich selteneres Item. Das ja, natürlich. Ja, auch zu einfach. Obwohl ich mir habe sagen lassen, dass die Drop-Chancen auf jeden Fall erhöht wurden. Der schießt Blitze. Oh, geil. Hallo, schönes Ding. Hörst du irgendwann mal mir? Was? Ja, ich höre ja schon auf, den Bogen schöne Augen zu machen. Ist ja gut. War ja schon auf. Also wir haben jetzt in der Gegend zwei Quests. Einmal Schrott sammeln und Schweinefleisch. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich kann sie einfach nicht durchdringen. Bogen oder Hämmerik. Schwierig. Äußerst schwierig. Beides. Nein, der Bogen ist schon geil. Der Bogen ist schon echt geil. Aber den, den ich hier habe, auch. Ja. Den finde ich auch toll. Ich habe mir mit dem Hunter geholt. Ich habe dann ein paar Wochen mit meinem Schaß gefarmt. Oh Gott. Ja. Farmen. Farmen, WoW. Ja, aber groß was anderes machst du im Endgame dann auch nicht. Also wenn du dein Equip fertig hast und so ein Kram, denkst du so, Bro, dann kommt langsam die Langeweile. Denkst du, ach komm, ich fahr mal jedes komische letzte Item noch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals im Endgame lande, das werden wir heute nicht schaffen. Da brauchen wir aber mehrere 24-Stunden-Streams. Löst ihr ein paar Mal ein, wünscht ihr das und dann kriegen wir das hin. Layout ist fertig jetzt. Da muss ich auch noch ein bisschen sparen, ne? Das ist für dich ja kein Problem. Nö. Also nicht ganz 20.000 habe ich wieder. Du guckst mir 10% haben wir schon fast. Du guckst mir eindeutig so oft zu. Ja, ich guck sehr viel.
Also ich bin bald bei meinen 100.000. Der Level Speed ist hoch. Ja, das Problem ist bei mir, ich will es halt so chronologisch wie es geht halt spielen, ne? Ich könnte mit meinem einem Char auch nach Shadowlands, aber ich will nicht. Ich will erst bei Burning Crusade irgendwie mal zu Ende bringen. Ja. Und dann halt Add-on für Add-on. Also Erweiterung für Erweiterung. Add-on ist ja hier was anderes. Ja, dann kommen ja erstmal die Lich King-Sachen und dann die normale Welt. Lich King, Cataclysm, Pandaria. Da kommt doch einiges. Dann kommt, glaube ich, Battle for Azeroth, dann kommt, glaube ich, Legion und dann kommt Shadowlands. Du hast Warlords of Draenor vergessen. Stimmt, Warlords of Draenor. Ja, gut, also ich bin bis in mein Lebensende damit beschäftigt, beziehungsweise durfte es damit beschäftigt, den 24er dafür zu sparen. Weißt du, wissen, wofür ich es ausgebe, ne? Das stimmt. Wie gesagt, das Layout ist gespeichert jetzt alles. Das brauche ich danach Gott sei Dank nie wieder fertig machen. Also, machbar wäre das alles. Hier vorne liegt ganz viel Schrott. Ich steuere ja gerade auf zu. Langsam, aber sicher. Ach ja, Geld habe ich tatsächlich wieder ein bisschen. Aber das brauchst du. Spar das fürs Fliegen. Ja. Und für was anderes gebe ich das auch nicht aus. Erstmal. Ja, außer Optik vielleicht. Außer Optik. Aber das geht ja zurzeit noch. Luna? Alles gut? Da hast du dir was vorgenommen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Seit wann gibt es eine WoW Free Trial? Weiß ich nicht. War schon richtig lange. Also bis Level 20 ist es kostenlos. Also man kann alles bis Level 20 spielen. Also theoretisch könntest du, glaube ich, auch damit die Story komplettieren, auch for free. Weil die Gebiete skalieren auch alle mit. Hm. Levelst halt nur noch nicht mehr weiter dann. Ja, gut. Ich habe ja einen Monat noch mein Abo. Ich habe meinen falschen Nachdruck getan. Bitte nochmal. Ich habe mein Abo heute Nacht erst für einen Monat. Ihr habt euer eigenes alle erneuert. Meins läuft jetzt im nächsten Monat aus. Und ich habe jetzt nicht vor, das zu erweitern. Bis du das nächste Mal. Ja, aktuell bin ich gerade auf Elder Scrolls irgendwie hängen geblieben. Da versenke ich gerade die Zeit. Da waren wir jetzt auch schon länger und nicht mal online, ne, Fötchen? Ja, gut, ich war halt im Urlaub, ne? Und vorm Urlaub habe ich halt eher Sachen, auf die ich noch Bock hatte, gemacht, als dass ich mich an einen Streamplan hätte. Auf den Streamplan achte ich erst wieder ab Dienstag. Und da starte ich dann. Montag ist Montag. Morgen ist nur deswegen frei, weil Lager-Lager-Stream heute. Das werde ich nicht packen. Ah, doch, doch. Nee. Ich glaube, wenn ich morgen Abend noch streamen müsste. Nee. Also schön 48 Stunden streamen, das geht doch. Kann den nicht. Dem Alter bin ich raus. Kriege ich nicht mehr hin. Ich werde jetzt zwar erst 26, aber das schaffe ich wirklich nicht mehr. Das ist 24 ist echt schon das höchste der Gefühle. Und das auch nur mit Energy und tatsächlich eigentlich nur dann, wenn auch noch Leute mit dem Voice sind. Die ersten Stunden würden gehen. Aber so gegen Ende bin ich meistens froh gewesen, wenn wie beim letzten Mal zum Beispiel Hybrid da gewesen ist. Der mich dann auch wach gehalten hat. Und Luna kann aber das dann ja auch mit rein.
Dann saßen wir dann ja hier zu dritt. Aber es ist schon hart. Aber wir haben gleich die 7 Stunden. Unglaublich schnell die Zeit, ey. Also bei WoW tatsächlich gerade. Ich glaube bei Final auch, aber dann halt wirklich auch nur, wenn ich es mit anderen spiele. Oder halt Story mache. Story würde auch noch fix gehen. Ja, nur noch ein Teil. So viel schon. Uiuiui. Ich werde hier ranhalten. Fertig! Ja, ich war straight dabei. Ach, da hinten bist du. Gucken hier hinten, wo die Hand leuchtet. Oh, ich sehe dich nicht. Ah, da. Du bist ja direkt vor mir. Ah, schön. Wirklich schön. Einfach schweben. Einfach schweben. Ich sehe ein Dufte, ich sehe ein Pfötchen. Ich sehe kein Kitty. Mal runter in den kleinen Graben, an dem du gerade stehst. Kitty! Graben. Kitty ist so klein, wenn sie liegt hier im Graben, einfach nicht. Ja, im Wasser, in dem Grün bin ich rumgeschwommen, während ihr dann einfach durchlauft. Am geilsten ist einfach, ich laufe hier einfach mal mit so mit 3 Tieren rum. Ja. Aber hier zum Thema, wenn du mich anschaust, stell dir jetzt einfach mal jetzt mit einer Armbrust vor. Mhm. Sieht aus wie so ein Vampirjäger, ey. Ein bisschen. So ein bisschen. Kitty, der Vampirjäger. Ja. Heute mit Stab. Schau denn einfach die Köpfe damit ein. Das ist schön. Oh, ich bin sehr froh, dass Discord meine Nieser rausfiltert, ey, sonst würden euch die Ohren wegfliegen. So schlimm? Ja, das habe ich fast sozusagen von meinem Dad, der niest auch so laut, ey. Frutus auch. Oh. Wenn Frutus oben niest, hört das hier unten immer noch mega laut, trotz meiner dicken Kopfhörer. Die ich nicht mal höre, auf, wenn er klopft. Also... Laut. Einfach nur laut. Was habe ich hier eigentlich alles für Waffen? Geh weg, Vögelchen! Ich bin kein Futter! Geh weg! Decke! Okay. Hätte man also mir ich nicht... habe die Pfanne jetzt auch eingesammelt. Das hätte man mir nicht zeigen dürfen hier. Ich bin jetzt bei 9 von 30. Okay, das ist geil. Das sieht geil aus. Das ist auch geil. Das ist geil. Und dieses. Will haben, natürlich. Ja, alles haben. Okay, das ist auch geil. das ist cool. Oh mein Gott. Warum habt ihr mir das gezeigt? Das ist furchtbar. Ja, jetzt ihr... kannst du... Ich hab dir gar nichts gezeigt. Ich bin unschuldig. Wir müssen hier langsam weg. Der Teufelshäscher kommt genau auf uns zu. Oh, ja, warte mal. Wo seid ihr denn alle? Warum bist du so klein? Ich hab hier so ein Gurgelwasser genommen.
Oh Gott. Oh, er ist umgedreht. Sehr schön. Sammlung.